Willkommen zurück, meine lieben Freunde, bei meinem Let's Play Victoria 2. Das letzte Mal haben wir unsere Wirtschaft im Punjab versucht anzukurbeln, wie nur was. Ich habe dann, nachdem ich abgedreht habe, mir noch angeschaut, wie die Situation mit meinen Nachbarn ist, damit ich mich etwas besser orientieren kann, und habe tatsächlich festgestellt, dass Persien derzeit kein Verbündeter von Russland ist und das ist das Wichtigste, er ist auch nicht in der Einflusssphäre und auch nicht vertraut mit Russland. Was ganz, ganz cool ist, er ist nur herzlich mit Russland und Russland 0,5. Mit etwas Glück können wir Persien den Krieg erklären, das Land wegnehmen, bevor Russland sich in den Krieg einschaltet. Wir hoffen einfach, dass wir das schaffen. Ja, ich habe tatsächlich deswegen auch schon die Kriegsrechtfertigung gestartet. Wir brauchen 307 Tage. Mittlerweile, durch das, dass wir ja nicht mehr unzivilisiert sind, verbrauchen wir nicht so viele Infamiepunkte. Es kostet maximal 11 Infamiepunkte und deswegen passt das. Wir hoffen trotzdem, dass wir möglichst wenig abkriegen. Ja, wer weiß. Jo. Ah ja, genau. Und Russland wollen wir weiterhin gut Freund machen. Also das habe ich letztens ganz am Schluss gemacht. Wenn wir bei Russland auf 100 sind, vielleicht haben wir ja Glück. Und er lasst uns ja doch in Frieden von Persien was abluchsen. Ja, der einzige Verbündete von Persien ist Bukhara. Ich sehe da diese 19.000 Maxeln. Die werden wir als erstes versuchen zu bekämpfen. Immerhin haben wir jetzt eine relativ starke Armee. So. Ja, okay. Vielleicht solltest du doch da hier gehen, ist besser. Gut. Ja. Schauen wir mal, wie schnell das funktioniert. Oder schneller. Oder nicht. Wir sollten außerdem ein wenig Geld sparen jetzt. Wow. Oder auch nicht. So, machen wir noch eine Winzerei, machen wir auch noch rein. Und dann lassen wir es dabei gut sein. 9,6. Schade. Ziemlich viele Infamiepunkte abgekriegt. Kann nichts machen. Ja, das hätte es früher machen können. Schwammern. So, wir werden außerdem gleich... Wow, Empirismus! Wir können sogar schon eine analytische Philosophie, bist du wahnsinnig. Nein, wir werden jetzt natürlich unsere Truppen verbessern. Vorderlader sind nochmal nicht schlecht, grundsätzlich. Ja, ich habe auch gedacht, vielleicht werde ich in diesem Krieg auch mobilisieren, das kann ich ja jetzt. Ich bin zwar kein großer Freund von Mobilisieren, aber derzeit habe ich eh nur Bauern, die ich verlieren kann auf diese Art und Weise. Weswegen das vielleicht gar nicht mal so schlimm ist. Und wenn wir mobilisieren, können wir immerhin 20 Regimenter dazu kriegen. Neben meinen 25, die ich bereits habe. Das könnte ausreichen, um... Ja, wir müssen auf jeden Fall im Auge behalten, ob Persien von Russland in irgendeiner Weise beeinflusst wird. Aber ich glaube es nicht, und zwar deswegen nicht, weil Persien hat einen Waffenstillstand mit Russland. Und solange sie den Waffenstillstand haben, kann Russland nicht beeinflussen. Yes, es wird immer besser. Österreich ist nicht mehr unter den Top 8. Ich bin echt entsetzt. Also es ist wirklich, wirklich tragisch. Österreich wird... Aber Deutschland kann sich deswegen nicht so leicht gründen, weil dafür Bayern eine Großmacht ist. Finde ich okay. Finde ich okay. So.
so, ein toter General. Schaut was an. Nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, ist eh klar, jetzt wo wir die guten Generäle brauchen, gibt es keine mehr. Ist das irgendwie so, dass zuerst die Guten kommen und gegen Ende des Spiels nur noch Miese kommen? Ja. Ach weh. Ah, der schaut ganz okay aus, nimm mal den. Ja, und wir werden da ein wenig bereits raufgehen und auch da ein wenig raufgehen. Dafür gehen wir da und da ein wenig runter. Ich hoffe, das reicht. Ah, wir bleiben im Plus und das ist okay. Wenn wir dann Krieg führen, werden wir noch mehr ins Plus gehen. Also noch mehr oben rauf gehen. Wenn wir dann schauen, vielleicht lassen wir da ein wenig. Oh, Kürassiere! Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich die Kavallerien wegtun. Oh, die Kavallerie weg und ersetzen wir sie durch Kürassiere. Achso, nein, warte mal, wir wollten Husaren, nicht Kürassiere. Okay. Was kann ein Kürassier? 6-4 und Manöver 2. Was kann ein Husar? 2-4 und Verteidigung 3. Manöver 4, genau das wollten wir ja. Kürassiere sind zwar stark im Angriff, aber die sind bald outdated. Na gut, brauchen wir trotzdem einen. Wenn wir nicht so sind. Und zwei Artillerien und die sollen darüber hatschen. Okay, du brauchst eine Infanterie. Gut, eine von den Artillerien werden wir darüber schicken zu dem hier. Dann vielleicht die Artillerie gleich rüber schicken. Schüssigen Tee lagern. So, wie lange dauert das noch? Wir haben die Hälfte der Zeit. Passt. Vielleicht war das ein bisschen überstürzt, diese Sachen zu. Okay. Diese Sachen abzubauen. Andererseits, sonst hätten wir es nicht bauen können, diese Typen hier. Was, du brauchst Konserven? Gut. Frankreich und Dings. Frankreich und Algerien haben Krieg geführt. Hey, Papiermühlen, das ist cool. Das werden wir nachher dort bauen, wo wir das Holz haben. Wo haben wir dann das Holz? Irgendwo haben wir Holz da. In dieser Region werden wir Papier bauen. Eine Papiermühle. Ich bin ein großer Fan von Papiermühlen. Die bringen relativ viel Geld. Und wieder ein bisschen Prestige. Wie schaut's aus? Ah, der Kürassier ist bald fertig. Gut. Ah, und auch die Artillerie ist bald fertig. Wie schaut's aus mit unserem... Ja, auch gleich fertig. Noch 50 Tage. Ganz kurz, Freunde, ich bin gleich wieder bei euch. Etwas später? Gut. Ich nehme noch 15 Minuten auf. Ja?
So, da bin ich wieder. Bla 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 bla, Fabrikleistungseffizienz steigt. Sehr gut. Wie ist das eigentlich mit den Fabriken? Machen die Gewinn? Na, zumindest die, die ich gebaut habe, die erste schon. Die kann man wieder erneuern. Dann so. Okay. Die Osmanen haben ein großes Stück von Ägypten herausgeschunden, geschlagen, gedingst. Naja, viele Arbeiter habe ich da noch nicht. Kann man nichts machen. Wie viele Diplomaten habe ich denn? 2,8. Ja, okay, das reicht. Verbessern wir nochmal die Beziehungen zu Russland. Wir werden eh gleich wieder 9 Diplomaten haben, um den Krieg zu erklären. Außerdem bin ich mir eh nicht sicher, ob ich gleich den Krieg erklären will, solange ich noch nicht meine Truppen beisammen habe. Die sind auch gleich soweit. So, dann machen wir mal die erste. Yes. Jetzt warten wir mal, bis das da ist und dann fangen wir an. Unser erster Kürassier. Okay, Khorasan wollen wir erobern. Krieg erklären. Region erobern. Khorasan. Wer würde denn von meinen Bündnispartnern mitmachen? Weder Nepal noch Burma. Tja, was soll ich dazu sagen? Dann werden wir sie auch nicht einladen in den Krieg. Und fortfahren, was soll's. Herz, was willst du mehr? Hier geht's mal daher. Du gehst mal daher. Du gehst mal daher. Nein. Du gehst mal zusammen und dann gehst daher. Mal schauen. Achso, na, warte mal, die können wir da gar nicht so angreifen. Oh ja, Quashi, wenn wir jetzt mal angreifen. Das werden wir machen. Und dann werden wir schauen, dass wir die Hauptstadt von denen kriegen, dass wir die aus dem Krieg raushauen, mal schnell. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Versuchen wir möglichst keinen Feindkontakt zu haben. Was wahrscheinlich nicht so einfach sein wird. 4,9. Okay, wir werden die teilen. 1, 2, 3. Und das Pferd. Hier geht's nach Jabba. Okay, wie schaut das bei euch aus? Aha, ihr seid nicht ganz so stark betroffen, aber auch euch werden wir am besten teilen. 1, 2, 3. Und den Kürassier immer nach Birjand. Nein, du bleibst da und wartest auf die Artillerie. Dann wird zu dir kommen, einfach und aus. Schauen wir mal. Da haben wir Truppen, persische Truppen. Nicht gut. Du gehst daher. Du gehst nach Quashi. Außerdem werden wir das da erhöhen. Weiter. Schauen wir mal, dass wir auf 90% kommen. Kann man uns das leisten? Das da unten sagt mir schon, dass wir es uns leisten können. Ne? Schauen wir mal. Mann, was machen wir mit denen? Die sollten wir schon angreifen. Ja, vor allem, weil sie jetzt mich angreifen. Bleibst du da weg? Gut. Und wir werden zwar damit nie fertig. Warte mal. Sind es das 27.000? Wow. Ah, Pioniere können wir jetzt machen. Gut.
Wann sind denn die da? Am 3. Juni? Oh Gott. Viel schneller, als ich jemals weg bin, oder? Ja. Okay, das war dumm. Und hier kann ich nicht einmal einen Anführer geben. Oh Gott, das war schlecht. Das war dumm. Das war so dumm. Das habe ich verdient, wenn ich da jetzt eine auf den Deckel kriege. Gibt's Gaskinder? Okara. Das wäre so verdient, wenn ich da einen auf den Deckel krieg. Egalitarismus, yay! Steuereffizienz erhöht, auch gut. Wow, 12.000, wir sollten zuerst Truppen von ihm vernichten, bevor wir da anfangen, irgendwas zu erobern. Schauen wir mal. Und zuerst machen wir mal Bukhara weg. Au, das tut weh. Wir haben alles verloren. Echt jetzt? Du bleibst da. Au. So, was brauchen wir? Wir brauchen einen Dragoner. Wir brauchen noch sowas. Wir brauchen 1, 2, 3 davon. Und dann machen wir sowas auch noch. Autsch. Autsch, das tat weh. So, ihr trefft euch bitte hier. Wir müssen da was anderes machen. Wir müssen das anders angehen. Herat ist vielleicht kein guter Ort zum Sammeln der Truppen. Vielleicht sollten wir uns eher in Ghazni treffen. Ah, da ist ein Sammelpunkt. Schon weiter nach Herat bis 9. Juli. Haben es bis 9. Juli nach Dings geschafft. 27. Juni, okay. Können versuchen, dort stehen zu bleiben mal. Du geh daher. So, soll ich euch abziehen? Nein, ich will die Hauptstadt von Bukhara. Vielleicht kann ich dann Bukhara gleich aus dem Krieg rausholen. Da ist Gebirge, vielleicht überleben wir das. Wir haben außerdem einen Anführer jetzt. Wow. 35.000 Marxeln. Ich hoffe, ihr seid bald da. Euch brauche ich da oben. Na komm schon. Du lahme Schnecke. Du auch. Gibt's Gas und du auch. So, Bela. Schauen wir mal, ob Bukhara vielleicht raushauen, ob wir Bukhara raushauen können. Auf jeden Fall, wenn wir mit denen da auch rüber gehen. Die gehen alle nach. Ah, doch nicht. Da geht nur ein Teil nach Herat. Ein Teil geht nach Farah. Gehst du mal daher. Schauen wir mal, was dann passiert. Ah, ausgezeichnet. Bukhara ist aus dem Krieg. So gut, du gehst nach Herat. Gib Gas. Reitet schneller, reitet wie der Wind. Ah, ausgezeichnet, die Berge helfen doch ein bisschen mit.
Wow, wir haben die Schlacht von Herat gewonnen. Na, nicht schlecht. Ah, wahrscheinlich sind sie geflohen, weil sie uns gesehen haben. Nach Birjand. Gut, dann gehst du mal daher. Vielleicht können wir euch in Birjand ja abfangen, aber ihr, puh. Und auch da rein. Die gehen alle nach Fahrer. Schlecht. Und weiter nach Birjand. Da gehen die, die da nach rückwärts gehen. Ausgezeichnet. Vielleicht sollten wir wirklich mobilisieren. Hat Persien mobilisiert? Ich nehme schon an, oder? Haben die mobilisiert? Ja, sie haben mobilisiert. Wenn ich mobilisiere, wenn ich die Armeen jetzt so zusammenhauen kann. Na gut, ich kann die Mobilisierung nachher wieder ablegen. Wir werden mobilisieren. Ja, das ist eine mobilisierte Armee. Deswegen sind die so schwach. Oder eher schwach, sagen wir es mal so. Nee, stark genug noch. So. Hier kommt es rechtzeitig, um Birjand aufzureiben. Sehr gut. So, wohin fliehen die? Nach Zahedan. Wo ist Zahedan da unten? Ihr geht's nach Zahedan. Ihr bitte erholt euch langsam ein wenig. So, ihr kriegt's mal einen Anführer. Irgendwas halbwegs Sinnvolles. Verteidigung plus 3 ist gut. Und dann geht's ja mal daher. Hier geht's einmal daher und überlegt, was wir dort machen können mit euch. Da haben wir auch gewonnen. Okay, wo gehen die hin? Nach Yazd. Hinterher. Das ist zwar fürchterlich grausam zu meinen Truppen, die schon ziemlich hinüber sind, aber wir müssen das tun. Erstens einmal sind da auch noch schwache Einheiten und zweitens ist es, glaube ich, ein starkes Heer. Ich kann nicht zulassen, dass dieses Heer sich regeneriert und noch mehr Pluralität. Hey, wir haben schon eine Forschung. Ach Gott, ich bin so ein Idiot. Wir haben schon lange Vorderlade entdeckt. Nochmal Hinterlader. Mist. Kerman und Jask. Wo ist Jask? Na da. Das kleinere geht. Na, die sind beide gleich klein. Gehen wir nach Kerman. Ihr. Geht's mal nach Birjand. Ja, okay, passt. Nein, wir widerrufen das Gesetz, das kennen wir schon. Jetzt. Ach, da haben schon wieder Leute überlebt. Das gibt's ja wohl nicht. Wohin jetzt? Isfahan? Na, Isfahan will ich dann nicht nachfolgen. Ach, doch, hinterher. Ich muss hinten nach. Ich muss diese Armee killen. Das ist seine einzig starke Armee. Seine einzige richtige Armee, sagen wir es mal so.
Wow, das sind nochmal 30.000. Die kriegen dich. Aber eigentlich, wenn wir dich splitten. Ja. Ich da. Du gehst mal nach Herat und verbindest dich mit denen und du gehst daher und kümmerst dich da drum. Mist. Wir dürfen sie auf jeden Fall nicht irgendwie zusammenkommen lassen. Ah. Gut, du kriegst gleich mal auch einen Anführer. Dann gehen wir dir. Oh, der schaut gut aus. Und du wartest auf die 9000. Wir sind noch immer im Plus. Wie kommt das? So, ich glaube, die sind mal los. Da sind jetzt sie voll. Wir haben sogar noch Schulden, die wir tilgen können. Ausgezeichnet, 44.000. Wie schaut das mit unseren Fabriken aus? Wie voll sind die? Nicht so voll. Brauchen wir keinen neuen Bonderer mal. Okay, die haben wir mal erledigt. Wo gehst du hin nach Bam? Ah, du bleibst mal da. So, jetzt belagern wir mal. Ja, Handel, Kriege, Produktion, was? Was? Nach längeren Arbeitskämpfen haben Kapitalisten in einem unserer Staaten ihre Angestellten ausgesperrt. Warum? Das Management hat ihnen mitgeteilt, dass sie so lange nicht mehr willkommen sind, wie die hohe Sympathie für die Gewerkschaft anhält. Die lokale Polizei hat ihr Verständnis für diesen Schritt kundgetan und sich auf eine lange Reihe von Störfällen in der Fabrik berufen. Einige davon am Rand von Sabotage. Ja, Handel, Krieg, Produktion. Und ihr erzählt mir von organisierten Arbeitern. Alle Unterschicht in Ostafghanistan, 40% mehr, werden sozialistisch. Hey, das ist aber nicht verfassungskonform, was, die Leute rauszuwerfen. Die Oberschicht in. Wollen wir mehr Sozialisten? Ja, mehr Sozialisten, wieso nicht? Boah, die sind wir endlich los. Gut. So, aber ihr bleibt nicht in Isfahan, ihr geht da rüber und erobert dieses Gebiet mal. Hey, wir haben Erblehre entdeckt. Das steigert unser Bevölkerungswachstum. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Wir scheinen diesen Krieg zu gewinnen. Endlich mal. Gut. Na dann. Da haben wir noch einmal 15.000 Mannen, die irgendwas tun können, was Sinn macht. Zum Beispiel das da oben erobern. Fünftausend Mann, wo kommen denn die schon wieder her? Das sind immer irgendwelche Rekruten. Irgendwelche mobilisierten Einheiten. Und es schaut so aus, als würde da weiterhin nichts passieren. Ausgezeichnet. Wo gehen denn die hin? Nach Bela? Na gut, dort könnt ihr hingehen, wenn ihr wollt. Dort könnt ihr verhungern. Ist mir auch wurscht. Isfahan, ausgezeichnet. Simon, als nächstes. Wir werden uns dann gleich um das kümmern da unten. Irgendwann. Ja, das sind nur Infanterie. Nein, nein, das nicht. Das ist was anderes.
Das ist, glaube ich, eine Artillerie. Finde ich nicht in Ordnung. Woher nehmen die Artillerie? Okay, nicht vergessen. Wenn du das nächste Mal dran bist. So, du gehst weiter nach Jazd. Nein, 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 nein. Du kümmerst dich um diese Leute. Und ihr? Was ist das? Nein. Auch nicht. Das da. Da fehlen diese Truppen. Auf nach Kaladin mal. Mit euch. Hey, Mascht gewonnen. Neuer Anführer. Ranjit mal, nein. Ah, du bist gut. Auf nach Bonjurt. Schaut gut aus. Der Krieg ist ja richtig vorteilhaft für uns bis jetzt verlaufen. Ist das arg? Und wir haben sogar schon 2 von den 4 Gebieten erobert, die wir haben wollen. Ah. Großartig, großartig. So, Teheran ist wichtig. Das müssen wir erobern. Ah ja. Noch so einer. Der gehört auch daher. Gasni. Ah, noch einer. Gut, dann haben wir die voll wieder. Sollen wir die da unten angreifen oder sollen wir sie einfach ignorieren? Und Bel einfach zurückerobern, wenn sie weiterziehen. Wir werden sie einfach ignorieren. Wir bleiben nur in der Nähe mit diesen Truppen. Gut, du gehst weiter nach jetzt. Dann gehst du nicht daher, sondern daher. Und hier zwei auch. So, du gehst jetzt mal da runter. Weil das schneidet die da von ihrer Heimat ab. Da müssen sie nämlich durch. Feindliches Gebiet. Na, Bewusstsein ist gut. Bewusstsein ist gut. So, Herrschaften, wir haben eine halbe Stunde wieder um. Der Krieg läuft gut. Das nächste Mal werden wir hier weitermachen und schauen, ob wir tatsächlich die Stahlregion da hinten kriegen. Also zumindest die Kohleregion da hinten. Baumwolle und Kohle. Boah, ist das eine schöne Region. Die habe ich gern. Bin mir eh nicht sicher, ob das so gut ist. Aber naja. Wurscht. Erobern ist erobern. Alles, was uns stärker macht, ist gut im Kampf gegen Britisch-Indien. Mal abgesehen davon, wir müssen dann sowieso wieder Infamie abbauen. Leider. Sonst hätte ich eh versucht, noch eine weitere Region von ihm zu erobern, aber das wird es nicht spielen. Na gut. Herrschaften, an dieser Stelle schaut recht erfreulich aus. Wünsche ich euch viel Spaß, schlaft gut und träumt was Schönes.